Ich halte erstmal still. Okay, er möchte beitreten. Antwort von Anachorn, wer da wartet. Jo, ich muss jetzt einen Kontrollpunkt erreichen. Ich hoffe, das hier ist jetzt einer. Yep. Sehr nice. Ja, direkt auch fertig und weiter geht's. Yep. Was hast du denn für Munition im Inventar? Ist das Pistolenmunition? Tatsache. Warte mal, die lege ich dann kurz weg. Jo. Warum habe ich die aufgenommen? Keine Ahnung, vielleicht lag's im Haus rum aus Versehen. Okay, dann werd's mal weiter. Jo. Fertig. Ah, tut mir leid, dass ihr schon zum zweiten Mal wegen mir warten müsstet. Dafür wirst du jetzt nicht wissen, wo wir reingesangen. Guck mal. Hey. Szenenwechsel. Wir sind in einer Ölanlage. Und da ist Irving, glaube ich. Jupp, sieht so aus. Habe ich irgendwas Großartiges verpasst? Nö, ich bin nur von dieser schönen Campsite bin ich hierher gegangen. Ah, okay. So, bleibt so weit es geht hier am Anfang, denn ich glaube, hier sind wir noch auf einer relativ sicheren Posi. Okay, den nimmst du. Ist noch irgendwo jemand? Was ist dies? Gegner. Ich glaube, das war zu einfach. Ja, das wird ziemlich gecheatet. Ich auch nicht. Ich habe Scharfschützengewehr, ich habe Schrotflinte, ich habe 12 Schuss, ich gehe runter. Ja, aber klar. Ich bleib mal kurz hier oben noch. Oh, der kommt mal so schön erdolchen. Könnte man. Oh fuck, hier oben ist auch einer. Okay. Du hast irgendwas. Ich glaube, du hast gerade eben einen Pfeil in der Armbrust von dem Kerl hochgejagt. Der ist an der Stelle explodiert. Nee, hinter dir. Schon gut. Ich bin ja nicht ganz. Dann komme ich jetzt auch mal runter. Aber hier kann man auch hoch. Ich denke, wir müssen diese coolen Rädchen aktivieren, oder? Yep. Ja. Weil hier ist direkt eins, wenn wir hier links hochgehen. Ich glaube, wir müssen auf anderen Wegen überall hingehen. Also da am Anfang, das ist so eine Art sichere Pose, wie du fast gemerkt hast. Hm? Ach, das bist du, oder? Also soll ich noch nicht hochgehen? Ah, hier muss ich wieder anmachen. Also mal noch nicht hoch. Ach, du bist jetzt hoch. Nein. Ich gehe nur eine Etage höher. Ja, mach ich schon auch mal. Guck, hier müssen wir hoch. Na, Maschinengewehr für dich. Ich gehe mal ganz hoch. Ja, hier ist das Rädchen. Es leuchtet sogar grün. Wie billig ist das denn? Ja, hier drüben auf der anderen Seite auch. Ja, die müssen wir da kommen wir, glaube ich, nur über Umwege hin. Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der nächste Gegner ist. Ich weiß, dass hier gleich jemand kommen wird, aber ich habe keine Ahnung, wer das war. Dann wird's ab jetzt wohl blind. Na, wenn ich ihn sehe, weiß ich, wie böse er ist, wahrscheinlich. Na, kommt hoch. Ich weiß, ihr könnt klettern. Ein Schuss, ein Treffer. Oh, da wirft einer mit Dynamit. Ey, oh mein Gott. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ist doch egal. Aber dass ich die mit einer MP One-Shot-Kill machen kann, ist schon irgendwie sehr nice. Jo, Trefferquote hinter mir. Ich habe mich nur entschuldigt, weil der wegen verschwendeten Gewehrschuss. Irgendwas hat mich getroffen. Ah, da drüben. Achso, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, er musste mich auch erst einmal treffen, bevor ich ihn bemerkt habe. Was liegt hier? Eine Brandgranate. Lass ich mal liegen, oder? Ich nehme sie mit, ich habe noch einen Platz frei. Ich auch, aber vielleicht, vielleicht können wir sie gleich gegen den Boss benutzen, falls einer kommt. Jupp. Jetzt so Halblinge waren eigentlich auch. Oh. Hier liegt noch Gewehrmunition, das ist gut. Oh, auf 30 Schuss mit dem Gewehr, das ist ein ordentliches Magazin. Was liegt hier? Hier liegt Gold. Und hier ist wieder eine Leiter. Ach du, wir sollten uns nicht so weit verteilen. Das ist nicht das Problem, denke ich. Hier ist ein Hebel, den ich betätigen kann. Soll ich das tun? Ja, warte. Ich meine, die Hebel müssen irgendwas synchron machen. Hier ist, glaube ich, so eine Art Seilwinde oder so. Ich probiere mal kurz den Hebel hier oben aus. Mhm. So. Ah, okay. Stück mal meinen. Ach stimmt, da kommt diese Seilwinde her. Ah, das ist, um darüber zu kommen. Yep. Ich mache dasselbe gerade wie du. Okay. So. Das sind ja aber eine sehr unsichere Reisemethode. Oh. Na, der war's. Deswegen erinnere ich mich dran. Der schon wieder. Ja, weil es kein neuer Gegner ist, sondern einfach ein alter nochmal. Und was machen wir jetzt mit dem? Töten. Darf ich die Magnum? Ja klar. Aber warte, du musst ihn kicken, du musst ihn schlagen, ne? Damit es schneller geht. Das haben wir fuck, er ist zu mir hoch. Dann hau ab da.
Ich hoffe, ich habe jetzt gerade irgendwas gerettet, dadurch, dass ich die Videosequenz aktiviert habe. Ja, ich habe mir jetzt ins... Ich komme zu dir so gut ich kann, das dauert. Oh fuck, ich bin jetzt runtergesprungen, aus Versehen. Ich renne mal wieder hoch. Hä? Oh nein, noch einer bei mir! Mehrere. Also müssen wir ihn allein besiegen. Jeder für sich selbst, würde ich sagen. Ja, okay, ich habe meine Magnum. Ja, das kannst du nicht ab, wenn ich dir mit der Schrotflinte in die Gesicht ballere, ne? Kollege Schnürschuh. Okay, ich sollte erstmal von wegrennen. Und zweiter Haken. Lol, ich hab hier die... Oh, scheiße! Nein! Die lebt ja nach... Nein, verdammt, 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 verdammt! Lauf, ausweichen! Schaffst du nicht, das schaffst du nicht, du triffst mich nicht. Ich hab meinen kaputt. Meiner lebt noch. Nein! Kann ich dir helfen? Bewegt sich! Oh! Fuck! Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Kann ich dir helfen? Lol, wie der Typ mir die Tür öffnet. Wenn du sein Auge triffst? Ich hab kein Problem. Ich hab keine Schuss mehr für meine Magnum. Na, warte, ich. Pass auf! Auszukommen. Ja, ich weiß. Ich lauf mal weg. Naja, das Problem ist, da oben habe ich viel zu wenig Raum zu manövrieren. Du kannst mir hochkommen, wenn du die Leiter nimmst neben dir. Ja, der Typ kommt jetzt bei mir hinterher. Und du weißt, der Typ wird auch klettern und springen. Er kommt zu mir. Okay, bin ich nur los. Dankeschön. Oh. Nein, 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 der kommt zu mir. Oh. Wo bist du, wo bist du? Da. Hier oben. Komm her. Zack, mitten ins Auge, aber der war richtig. Und jetzt. Eben wirklich mit der Magnum 9-mal ins Auge schießen müssen und treten. Das schaffe ich wohl auch. Zack. Oder jetzt habe ich eine gute Stelle gefunden. Ich glaube, ich habe einfach nur in den Kopf geschossen, nicht unbedingt ins Auge. Ja, du musst nah ans Auge treffen, glaube ich. Ja, gut. Das habe ich bestimmt geschafft. Zum Glück habe ich so viel Schuss in meinem Gewehr drin. Wenn ich jetzt einmal hätte nachladen müssen, hätte ich in der Nachladezeit hätte er mich wahrscheinlich abgemetzelt. Ja, ich habe auch immer so. Ich dachte so, hey, im Laufen kannst du schon die Merkmale nachladen, auf einmal bleibt sie stehen und. Dum, 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 dum. Und da hinten hier nur. Das war ein wenig. Jetzt dir zu sagen können, Kollege, warte doch mal, bin ich mir gerade am Nachladen. Okay. Ach komm, wie lange lebt der Kerl? Ist doch nicht normal. Oh, dein Gewehr macht fast 500 weniger Schaden als meine Magnum. Das heißt, der Typ hält ungefähr 15.000 Schaden aus, 14.000, 15.000. Ja. Das ist ordentlich. Ja. Plus Punches und Tritte. Wenn man bedenkt, dass der Typ keine Rüstung oder sowas trägt, ne? Also, der ist eigentlich nur ein Fuzzi mit einer Kettensäge und einen ziemlich hässlichen Verband um den Kopf. Ich kann dir leider auch nicht helfen, oder? Ich weiß nicht, ob wir vielleicht so eine Art Kombinationsangriff ausführen könnten, ob das was bringt. Wollen wir das ausprobieren? Ich lade es mal nach. Fuck, fuck, fuck. Ich jojojo. Wollen wir es testen? Gereicht. Kannst du mal. Jo, komm mal zu mir her irgendwie. Ich werde jetzt einmal stunnen. Ich gehe über die Leiter hoch. Jetzt kommt nochmal ein Hieb von mir. Der hat nicht gereicht. So, bleib da bitte stehen. Der kommt jetzt auf mich zu und ich schieß. Den ersten Hieb lande ich. Jetzt. Okay, können wir? So. Du hast gerade schon gelandet, ne? Ja. Haha, das war knapp, ey. Direkt vor meinen Augen, ey. Schlangenarmband. Oh, Schatz. Hat meiner was gedroppt? Ich glaube nicht. Ich glaube, das wäre ein bisschen viel Kohle, wenn wir jetzt beide droppen würden. Nur mal gucken. Nö, nö. Dann gehe ich mal meinen Hebel aktivieren. Jo. Er musste sowieso. Die Flamme, die den Hebel hat, die verschwert uns den Weg zum nächsten Areal. Ich dachte schon so, ah, das ist ein besonderer Boss, dann gibt's noch mehrere von denen, ist ja. Naja, zwei von denen. Also wenn wir nicht so gut auf die Augen schießen würden, wird das wahrscheinlich eine gute Rennerei hier durch diese kleine Gegend sein. Ich bin so froh, dass ich mal eine Magnum gehabt habe. Das war. Hier liegt ja, du hast die Imba-Waffe jetzt. Ja, Imba-Waffe mit. Ey, die hat noch zwei Schuss. Das erfreut dich. Ui, wie nice, der. Ich stehe jetzt rum und mir ist sogar jetzt mein Lebensbalken gerade ausgeblendet worden, weil ich so lange rumstand und der hat sich jetzt gerade mit der Hand den Schweiß von der Stirn gewischt als Animation. Auch sehr cool. Okay. Ich muss sehen, was meine macht, wenn ich schon rumstehe. Aber okay. Hier liegt auch eine Mine rum, soll ich die mitnehmen oder? Ja, ich höre gerade Gegner schon mal schreien. Ich lauf mal vor und guck, ob sie von vorne kommen. Ja, die sind bei mir und zwar so gut wie alle. Ich komm. So schnell ich kann.
Ihr habt keine Chance. Wo bist du? Ah, okay. Ja, ich weiß, ich sehe es auf der Karte. Ums. Ich habe sie sogar eingeblendet. 6 Zombies gegen mich, keine Chance. Ja, und dann heulen die ganzen Echo-Teams rum hier. Es sind so viele. Wir sind ja, nur 20 Mann. Delta-Team, Alpha-Team. Alter, wir sind das Omega-Team. Wir haben Ultra-Chancen hier, ja. Wie viel Schrot hast du? 9. Nimm du, ich hab 10. Ja, ja. Das ist so krank. Einfach auf die V-Taste hämmern. Erstmal kurz. Oh, okay, das sieht nicht gut aus. Nee. Wo hat die Pistole her? Und da er. Keine Ahnung, aus dem Nichts gezaubert. Das hätten die Entwickler machen können, einfach die Zwischensequenzen vielleicht in eine dynamische Waffe in die Hand legen, je nachdem, was du im Inventar trägst. Es gibt Spiele, die können das. Yep. Aber okay, das ist. Hinter euch! Aber nur der. Was, der lebt immer noch? Keine Ahnung, wer das ist, aber okay. Das war der Typ, der uns vor den Motorrädern gerettet hat? Hallo? Ah, das ist schon lange her. Also ich glaube, die vielen farbigen Typen, die wir erschossen haben, haben sich dann ein bisschen abgestumpft in Sachen Gesichtserkennung, kann das sein? Eventuell. Sehen recht gleich aus. Ja. Mal gucken, was jetzt kommt. Ach, der ist, ja. Jetzt erinnere ich mich wieder. Der schon wieder. Immer wieder der. Kollege, du bist nicht sehr erschreckend. Von dir gibt's 5 Millionen und wir haben die Hälfte schon umgebracht. Ach so, jetzt dürfen wir ihm Feuerschutz geben oder was? Na toll. Kommt ihr wirklich jetzt von oben oder noch von vorne? Ich glaube von allen Seiten. Ich nehme mal die Seite hier, wo ich gerade hingucke. Boah, ja. ich könnte die Mine an die Tür legen, wenn ich hinkomme. Ey, willst du mich verarschen, Junge? An die Tür, wo er steht. Ich glaube, das würde ein bisschen Schaden an ihm machen. Nein, da, an deiner Tür gerade, wo du bist. Ich weiß nicht, ob sie da rauskommen. Ich glaube, wir sollten mal das Areal ein bisschen untersuchen, weil hier gibt es noch Sachen, die rumliegen. Ich gehe mal kurz eine Etage höher, ich versuche die Feuerschutz zu geben. Pistolenmunition, na toll. Ja, da drüben auch. Ich glaube, hier ist noch Gold. Ah, ich sehe ihn rüberklettern da drüben. Siehst du auf der anderen Seite des Zauns? Da. Und hier bei ihm auch. Hier ist Schrotgewehrmunition, aber ich habe keinen Platz im Inventar. Ey. Eine Millisekunde bevor ich geschossen habe. Penner. Ah. Oh. Oh. Der da lebt auch noch. Ob er den ja deutschen kann? Nee. Au! Ey, jetzt ist es aber langsam öde, Leute. Ich heile uns mal. Jo. Erstmal ruhig hin. Halt einfach die Seite sauber, ich nehme die andere. Das war jetzt ein rot-grünes, aber. Ist egal, wir waren ja eh fast tot. Vorsicht, du bist gleich leer. Oh, stimmt, noch ein Schuss. Und der.